Alles gut. Zugunsten der Zeit und zugunsten der Konferenz gerne mit dem Mikro. Ich hoffe, man hört mich. Ansonsten gerne ein kurzes Zeichen. Vielleicht ganz kurz in aller Kürze zu, wer ich eigentlich bin. Das habe ich nämlich vorhin als allerletztes gemacht. Da fange ich jetzt mal kurz mit an. Mein Name ist Ilse Benecke. Ich leite die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des BMI. Wir haben auf der Bundesebene in Deutschland 4 zentrale Vergabestellen. Das Beschaffungsamt des BMI ist eine davon, eine sehr große. Dort wird im Moment in den letzten 3 Jahren die IT-Beschaffung der Bundesregierung gebündelt. Das sind sozusagen meine Kollegen, die zentral die IT für die gesamte Bundesregierung beschaffen. Ich für meinen Teil leite die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung. Unsere Zielgruppe sind Bund, Länder und Kommunen. In Deutschland sehr ungewöhnlich. In Deutschland macht normalerweise der Bund für den Bund, die Länder für die Länder, die Kommunen für die Kommunen. An dieser Stelle wir alle gemeinsam. Wir sitzen aber bei einer zentralen IT-Beschaffungsstelle, weil wir unter anderem uns auch mit dem Thema Nachhaltigkeitskriterien in der IT-Beschaffung befassen. Ich für meinen Teil bin Umweltjuristin. Ich darf also leider nicht so viel Ungenaues sagen wie Herr Dr. Pawlitzki. Sehr schade. Habe mich aber auch mit dem Thema CSR und CSR-Management in Großkonzernen befasst. Und zwar im Rahmen eines Masterstudiengangs sozusagen zu meinem Hintergrund. Mit dem Blick auf meine Minutenzahl soll es das gewesen sein. Vergabe in Deutschland möchte ich noch mal ganz kurz, viele von Ihnen kennen es bestimmt, trotzdem finde ich es ganz gut, das noch mal kurz zusammenzufassen und um Ihnen einen Hintergrund zu geben. Wir reden in Deutschland über geschätzte 30.000 Vergabestellen. Das ist extrem viel, extrem komplex. Sowohl für die Vergabestellen als auch für die bietenden Landschaft. Der Rechtsrahmen dürfte Ihnen wohl bekannt sein. Wir sind gebunden an das EU-Vergaberecht auf der einen Seite. Das EU-Vergaberecht beruht auf dem GPA sowie auch das schweizerische Vergaberecht. Das EU-Vergaberecht wurde 2014 überarbeitet. Dort wurde zum Thema Nachhaltigkeit in der Vergabe Klarheit geschaffen, dahingehend, dass in jedem Vergabestadium sich den EU-Richtlinien entnehmen lässt, was sie eigentlich dürfen zum Thema Nachhaltigkeit. Selbiges wurde dann auch in das bundesdeutsche Vergaberecht umgesetzt. Das Oberschwellige wurde umgesetzt bzw. erneuert im Jahr 2016. Das Unterschwellige wurde für den Bund im Jahr 2017 und für die Länder Schritt für Schritt jetzt ebenfalls umgesetzt. Strategische Ziele. Wer macht eigentlich was? Das Vergaberecht gibt uns, und ich habe verstanden, das ist in der Schweiz genau dasselbe, den Rahmen, den Rechtsrahmen. Ich sage immer gerne die Leitplanken. Wie das ausgefüllt wird, welche strategischen und politischen Ziele tatsächlich gesetzt werden, mit welcher Konsequenz das um- und durchgesetzt wird, ist politische Entscheidung. Diese politische Entscheidung ist in Deutschland gefällt worden. Auf Bundesebene haben wir seit 2002 die Nachhaltigkeitsstrategie, überarbeitet im Jahr 2016. Dort finden Sie das klare Bekenntnis zum Thema nachhaltige öffentliche Beschaffung auf Bundesebene. Und wir haben für die Beschaffungsstellen des Bundes verbindlich das Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit. Das wird alle 5 Jahre revidiert. 2010 wurde das erste Maßnahmenprogramm veröffentlicht, 2015 überarbeitet. Aktuell werden wir uns wieder mit einer Überarbeitung befassen. Dort finden Sie ganz konkrete Vorgaben, was Beschaffungsstellen im Hinblick auf nachhaltige Vergabe abzubilden haben. Ehrlich gesagt, Herr Dr. Pawlitzki hat einfach vorausgesetzt, dass die ILO-Kernarbeitsnormen klar sind. Ich möchte mir die 30 Sekunden geben, noch mal ganz kurz zu sagen, worüber reden wir hier eigentlich? Wir reden über unverhandelbare Rechte. Es sind Rechte, die jedem Menschen zustehen. Es sind Rechte, um die wir uns Gott sei Dank in Westeuropa in den seltensten Fällen ernsthaft Sorgen zu machen brauchen, was unsere eigene Person betrifft.
Es sind aber auch Rechte, für die wir die Verantwortung tragen, in dem Moment, wo wir mit Steuermitteln einkaufen. Ich lasse Sie lesen. Das, was ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte, ist die aktuell in Deutschland, ich sag mal, gängigen bzw. üblichen Wege, wie man das Thema Menschenrechte in der IT-Beschaffung in das Vergabeverfahren mit einbringt. Eines, der Vollständigkeit halber, muss es in diesem Foliensatz vorkommen, auch wenn Sie gerade 20 Minuten dazu gehört haben, ein Weg ist Electronics Watch. Es gibt zwei weitere Wege, wie man das ganz praktisch im Vergabeverfahren abbilden kann. Der eine Weg ist die sogenannte Dataport- und BMZ-Ausschreibung, beziehungsweise der Weg. Dataport ist eine Einkaufsgemeinschaft aus dem Norden von Deutschland, die sich das Thema Menschenrechte in ihren Vergabeverfahren sehr früh vorgenommen haben und sich überlegt haben, wie sie an dieser Stelle vorgehen können. Das BMZ ist das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit, welches qua Verantwortung für die globale Lieferkette und diese Themen in der Bundesregierung hier ebenfalls diesen Weg beschritten hat, besonders hohe Kriterien abfordern zu wollen. Jetzt, wie funktioniert es, wenn Sie tatsächlich das Vergabeverfahren Schritt für Schritt durchgehen? Wir haben eine Vergabestelle, die in der Vorbereitung der Vergabe sich überlegt, was sind die Standards, die Sie abfordern wollen, im Hinblick auf die Rechte, die gefordert werden. Sie finden dann in der Ausschreibung die Aufforderung, dass Sie ein Konzept ausarbeiten als Bieter, wie Sie diese Rechte gedenken, während der Ausführung des Auftrages einzuhalten. Diese Konzepte müssen Sie vorlegen, und zwar mit Angebotsabgabe. Der Beschaffer muss diese Konzepte dann bewerten, mit Punkten. Derjenige, der den Zuschlag erhält, wird dann als Vertragsausführungsbestimmung das Konzept, welches er angeboten hat, umsetzen müssen. Auch nachweisen müssen. Variante 1. Variante 2, das, was ich Ihnen vorhin in der Fachsession schon vorgestellt habe, für diejenigen, bitte entschuldigen Sie, ich trage jetzt nochmal Eulen nach Athen. Es gibt eine Mustererklärung, welche wir als Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung mit dem Zentralverband der IT verhandelt haben. Was ist die Logik dabei? Die Logik ist, wir wollen so viel fordern, wie wir irgendwie können. Wir benötigen aber die Angebote der Industrie. Die Industrie muss sich damit konfrontieren, dass wir als zentrale Beschaffungsstelle, aber vor allem auch als Verhandler für eine Mustererklärung, einen Standard erarbeiten wollen, einen Weg gehen werden und ist deswegen motiviert, mit uns zusammenzuarbeiten, um hier einen Standard, der für beide Seiten praktikabel ist, auszuarbeiten. Im Ergebnis werden Sie in den Ausschreibungsunterlagen das Musterformular finden. Das kennen Sie oder das können Sie kennen, das können Sie Ihren Vertrieblern auch zeigen, geben, unterrichten, schulen. In dieser Mustererklärung, diese Mustererklärung erklären Sie mit in dem Moment, wo Sie uns ein Angebot abgeben. Und Sie werden dann, wenn Sie den Zuschlag erhalten, die Nachweise, die dort abgefordert werden, einreichen müssen. Das ist kalkulierbar für Sie, weil Sie die Nachweise kennen. Im Laufe der Vertragsausführung müssen dann die Nachweise regelmäßig aktualisiert werden. Der Unterschied der beiden Varianten. Ich gucke mal ganz kurz. Der Unterschied der beiden Varianten ist relativ simpel so zusammenzufassen. Wenn Sie die Kapazitäten haben, die Konzepte auszuwerten als Beschaffungsstelle, dann haben Sie natürlich die Chance, dass Sie einen höheren Standard im Hinblick auf die Einhaltung von Menschenrechten angeboten bekommen, wenn Sie den sogenannten Konzeptweg gehen, wenn Sie die Dataport-Ausschreibungssystematik verfolgen. Auf der anderen Seite, wenn Sie
keine Möglichkeit haben, dieser Bewertungssystematik zu folgen, dann haben Sie mit der Mustererklärung einen relativ simplen Weg, den Sie wählen können, wo zumindest klar ist, dass die Industrie den mitgetragen hat und Sie Angebote bekommen. Der dritte Weg ist Electronics Watch. Da halte ich mich jetzt zurück, das hat Herr Dr. Pawlitzki gerade schon gemacht. Soweit von meiner Seite. Für Fragen stehe ich gerne offen und ich bin jetzt 22 Sekunden drüber. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus